Der austrasische Hausmeier Pippin der Mittlere versuchte seit 680 auch im Westen Einfluss zu gewinnen. Nach einem Sieg 687 über den neustrischen Hausmeier konnte er das Amt in einer Hand vereinigen. Nun schien auch auf dieser Ebene die Reichseinheit hergestellt. Seit 679 gab es praktisch nur noch einen König. In dieser Zeit verselbstständigten sich aber die äußeren Randprovinzen wie Thüringen, Bayern, Alemannien, Aquitanien, die Provence und der eigenen Herzöge. Offiziell dauert die Merowinger Herrschaft noch bis zur Königserhebung Pippins des Jüngeren 751. Tatsächlich regierten seit dem Ende des 7. Jahrhunderts die karolingischen Hausmeier. Entscheidend dafür war Karl Martell, Sohn Pippins des Mittleren. Er war zunächst ausgeschaltet worden, setzte sich aber schließlich 717 in Austrasien und 718 auch in Neustrien durch. Ihm gelang anschließend, die Ansprüche seiner Verwandten auszuschalten. Er ist weder, wie es die ältere Forschung behauptete, ein weitblickender Realpolitiker noch ein Kirchenräuber, wie es auch hieß. Auch die Einführung des Lehnswesens kann nicht auf ihn zurückgehen. Bedeutend war er, aber auch das wurde überschätzt, in seinem Kampf gegen die vordringenden Araber. Er siegte 732 bei Poitiers und konnte damit ihr Vordringen in Gallien stoppen. In seinen letzten Jahren regierte er sogar ohne König, nahm das Amt aber nicht für sich in Anspruch. Bei seinem Tod wurde die Macht wieder unter seinen Söhnen aufgeteilt. Karl Martell ließ sich wie ein Merowinger König in Saint-Denis bestatten. In der Zeit Karl Martells begann auch die angelsächsische Mission im Frankenreich und die Wiedereingliederung der Außengebiete wie Aquitanien, Bayern und Alemannien. Gerade die angelsächsischen Missionare wie Bonifatius reformierten dort die Kirche. Nach Karl Martell übernahm sein Sohn Karlmann Austrasien und Pippin Neustrien mit Burgund. 747 zog sich Karlmann vermutlich unfreiwillig als Mönch nach Rom und später Monte Cassino zurück. Pippin der Jüngere herrschte nun allein. 751 erfolgte dann der Dynastiewechsel zu den Karolingern.